Wo bin ich hier? Hä? Was ist passiert? Ich hatte einen ganz seltsamen Traum. Ich musste, wenn ich mich richtig erinnere, ich musste gegen Untote kämpfen. Und dann kam so ein großes, dickes Vieh. Und dann bin ich gestorben. Das hat mich einfach umgebracht. Und jetzt wache ich hier auf. Und was ist das hier? Wo bin ich? Was ist passiert? Was? Nein. 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 Das muss ein Albtraum sein. Aber wie hat uns Jimmy Neutron schon in Kindertagen gelernt? Schreib einfach auf ein Stück Papier mit Hilfe von euklidischer Geometrie, dass das gefürchtete Objekt eine logische Unmöglichkeit ist und dann verschwindet es. Ach, hey, dich habe ich ja noch gar nicht gesehen. Warte, ich hol was zu schreiben. Okay, dann muss ich mal aufschreiben. Au! What? Na, okay, dann prügel ich mich eben durch. Yeah! Und zack, und du bist tot. Yeah! Oha, bei dieser Tür habe ich Flashbacks. Und auf die Füße, du Kackviech. Dir müssen doch irgendwann die Füße wehtun. So. Und vernichtet. Huh. Das war knapp. Oh, wer legt denn da so schöne Eier? Dann bekomme ich gleich Hunger auf Frühstück. Ein leckeres Omelett und so. Oder oh, ist ja noch dunkler als sonst. In the ancient legends it is stated that one day an undead shall be chosen. Oh, ein normaler Mensch. Hallo. Kannst du mir raushelfen aus diesem komischen Albtraum? Well, since you're here, let me help you out. There are actually two bells of awakening. Ring them both. Okay, da gibt's also zwei Glocken, die ich läuten soll. Sehr interessant. Okay, aber wirklich eine große Hilfe war der mir jetzt nicht. Okay, das klingt alles wie ein Spiel. Was ist das hier? Ich dachte, ich träume hier. Habe ich jetzt gestern Abend so viel gezockt, dass ich träume, dass ich in einem Spiel gefangen bin? Sehr seltsam. Oh, noch ein Mensch. Kannst du mir hier raushelfen? Hello there. I prefer to keep a distance. Halten Sie beim Anstehen 2 Meter Abstand. Ah, okay. Schade. Oh, eine Treppe. Komm, gehen wir mal hoch. Was soll mich da schon erwarten? Oh. Ein paar Gegner. Ich glaube nicht, dass die mir freundlich gesinnt sind. Na naja, dann Schild hoch und auf geht's. Holy. Der hat so gemacht, als würde er einen Fisch filetieren wollen. Zack, 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 zack. Oh, da wirft einer Brandbomben. Da habe ich ja gar keine Lust drauf. Komm du mal her. Können also auch blocken. Oh, der hat ein geiles Schild. Das hätte ich gern. Ein Langschwert. Schön. Oh, was ist denn das da hinten? Eine Seele. Und ein komisches Viech. Mit irgendeiner Krankheit. Sieht aus wie eine ekelhafte Ratte. Oh nein, nicht schon wieder Brandbomben. Und nicht schon wieder so eine Tür. Mal sehen, was mich dahinter erwartet. Gleich mal ein Schild hoch. Aber hier ist ja niemand. Kann ich da eventuell rüberspringen? Naja, mal weitersehen. Holy Moly. Hier gibt's Drachen. Ich dachte, die seien alle ausgerottet.
Cool, der hat eine Armbrust. Kann ich die bitte haben? Oh, ein Lagerfeuer. Nehme ich noch einen kräftigen Schluck. Auf die Gesundheit. Und weiter geht's. Oh, ein Händler. Hallo. Well now. Ist der ein bisschen verrückt? Oh, guck mal, was der mir alles verkauft. Ist aber alles recht teuer, muss ich sagen. What a waste of time. Go and fall off a cliff. Ich glaube, hier geht's weiter. Weil die werfen mich mit Brandbomben ab. Was war das? Da war kein Geländer, oder wie?
Thank you.